Hamza ibn Ali ibn Ahmad war ein ismailitischer Gelehrter und gilt als eigentlicher Begründer der Drusen-Religion. Hamza, der Filzmacher, wanderte in jungen Jahren von Khorasan in die Fatimiden-Hauptstadt Kairo aus, wo seit 996 der exzentrische Imam Kalif al-Hakim herrschte. In der Raiden-Moschee vor dem Siegestor hielt er Lehrsitzungen ab und verkündete seinem wachsenden Jüngerkreis, wie zuvor schon Hassani bin Haidara al-Fagani al-Ahram, dass al-Hakim die Inkarnation Gottes und somit das islamische Gesetz aufgehoben sei. Die 30 erhaltenen Zen-Schreiben, in denen der Führer der Adepten diese für ketzerisch gehaltene Lehre verbreitete, bilden die ersten beiden Bände des Kanons der heiligen Drusen-Schriften. Zu Hamzas Anhängern gehörte auch der Türke Anushtegin Edazi, nach dem die Drusen benannt sind. Als al-Hakim im Jahre 1021 verschwand und eine verstärkte Drusenverfolgung einsetzte, floh Hamza nach Mekka, wo er schließlich hingerichtet wurde.